Autobahn eigentlich der Verkehr fließen? Oder? Weil jetzt einfach hier alles drauf fließt. Es wollen viel mehr hier nach oben. Ich frage mich aber, wohin? Oder verteilt sich das jetzt gut? Jetzt verteilt sich's wieder. Ja, ich glaube dadurch, dass die... Also für kurze Strecken, weil nach meinem Wissen fahren die hier nur Geschwindigkeit 80 und hier fahren sie 100. Okay, wenn es sich so lang ist, natürlich. Okay, da habe ich jetzt einen Fehler gebaut. Okay, da haben wir noch... Also, da hat sich noch ein Fehler eingeschlichen in meiner Denkweise. Da muss ich jetzt hier einmal... Hier mal einmal unten rum lang. Okay, da habe ich jetzt genau ins Schwarze getroffen. Unterm Brückenpfeiler müssen wir nämlich einmal durch. So. Das ist dann... Hier geht es dann rum. Hier. Und hier gibt es eine scharfe Kurve nach... Hier. Klappt das jetzt so, oder? Okay, und dadurch, dass das Industriegebiet immer riesiger wird, So, jetzt können die Züge von hier unten rankommen, die Züge von dort können rankommen. Bloß dass ich es hier nicht verbinde, dann bringt das gar nichts. Ach, der, scheiße, das war der falsche. Das sollte eigentlich der hier sein. Ja, der hier. Weil der veranlasst die Industrie wieder zu wachsen. Dann müssen wir hier ran. So. Okay, jetzt hat sich hier ein Stau gebildet. Wieso, der wäre auf das Gleis und der wäre auf... Super, das müssen wir anders machen. Dadurch, dass eigentlich nur die Züge, eigentlich, die hier hinfahren sollen, von einem Gleis kommen soll. Machen wir das so. Das hier wird so gemacht. Es sind jetzt eh zu viele Weichen drinnen. Das muss ich eh mal entrümpeln. Und wir verlieren gerade massivst Einwohner. Weswegen? Weil hier kein Strom ist. Super. Weil ich hier die Stromlücke mal wieder vergessen habe. Super. Okay, jetzt haben wir natürlich wieder die... Jetzt haben wir das Verkehrschaos zwar hier gelöst, aber es fehlen uns jetzt die Einwohner. Ah, nein, mein schönes neues Wohngebiet. Oh, scheiße. War das hier auch nicht mal alles voll? 1000 neue Einwohner, okay. Also,
ein Straßensystem nach dem Prinzipien zu, also zu bauen, ist jetzt auch nicht wirklich so. Auch nicht so einfach. Okay, also mal hier die an der Kreuzung treffen sich drei verschiedene Autospuren. Viele wollen nur geradeaus fahren, dann könnte ich denke ich mir, kann man auch hier mal schnell und hier. Dann hier das Ganze mal noch markieren. So, dann müsste ich noch eine U-Bahn-Reform durchführen. Mir graut's davor. Woher kommst denn du? Vom Besitzer Frachthafen. Besitzer Frachthafen. Okay, die fahren jetzt den ganzen Weg. Okay, aber. Oha, Gigastore. Zwei direkt nebeneinander. Drei sogar nicht direkt nebeneinander. Aber die sind ja ganz voll. Gigastore ist ein. Okay. Aber den Leuten hier drin geht's gut. Das ist ja dann mal die Hauptsache. Rechts ist dann so mehr die Wohnlandschaft. Wie viele Pendler fahren denn pro Tag? Da hatte ich ja noch das hier, das war die hier. Super. So, jetzt brauche ich nochmal die hier. Pendler. 41%, die Linie 4. Die ist ausgelastet. So, es beginnt immer da, wo man angefangen hat. Das habe ich nicht gewusst. Erwachsene, junge Erwachsene, Jugendliche. Okay. Nee. Die Linie hier, die ist da zu 95% ausgelastet. Okay. Wo kriegen sie denn hauptsächlich keine Arbeiter? Würde ich gerade einfach sagen. Einfach als neues Konjunkturprogramm. Hier wird eine Haltestelle erstellt. Hier eine. Dort eine. Hier und hier. Hier. Okay. Hier. Zack. 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 Und die hier muss dann hier oben angeschlossen werden. Dann brauche ich noch. Fährt hier rein. Okay, dann geht's hier weiter mit dem hier. Mit so rüber, so rüber, so rüber, so hin. Jetzt fährt er nur noch in eine Richtung. Okay. Und bei der anderen, wenn ich es erwischen würde, die fährt dann von hier nach. Nee, die fährt dann. Die soll dann in die gegengesetzte Richtung fahren.
Zack, hierhin. Und zack,